Einen wunderschönen guten Tag. Relativ spät abends aus unserem Haus. Ist noch ein bisschen durch, aber ja, Guido ist im QM-Stress. Ich im Silvers, QM, was auch immer. Ich bin auch im Silvers-Stress. Ja, das Ball ist halt parallel, läuft gerade. Ich denke, dass wir ja ein bisschen umgebaut haben. Das hat man, glaube ich, im letzten Workshop Wednesday-Video gesehen. Im nächsten Video sieht man auch wieder ein bisschen was. Mal wieder. Ja, wir sind dann noch so ein paar Kleinigkeiten am Fertigstellen. Saison läuft zum Ende hin. Eine andere Auto muss noch fertig werden. Wir haben gerade vor dem Video gerade darüber diskutiert, über das Thema, dass sich doch immer wieder Kunden hier schlecht behandelt fühlen, beziehungsweise dass man sich nicht genügend Zeit für sie nimmt. Und der Guido kann vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen, dass uns halt irgendwo da, wir sind halt zeitlich begrenzt. Ne? Und wir versuchen uns ja schon Zeit zu nehmen, also gerade bei Anlieferungen und Abholungen. Aber letztens hat ein Kunde zu mir gesagt, und wir haben 2 Stunden miteinander gesprochen, dass ihm das immer noch nicht genügt hat. Das ist halt irgendwo, also wie gesagt, weil das ist gerade ein Kritikpunkt, also wir haben es im letzten Video offen angesprochen, und danach haben sich ein paar Leute darüber, wurde sich halt darüber ein bisschen ausgelassen, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich versuche wirklich gut erreichbar zu sein. Und abgesehen vom Telefon, weil das kann ich halt wirklich, das Problem ist, ich telefoniere 7 oder 6 Stunden am Tag. Ne? Der ist halt manchmal schwierig. Ich kann halt da nicht mit einem Kunde eine Dreiviertelstunde telefonieren, weil das Problem ist, dann habe ich einen Zulieferer, wo es eine Rückfrage gibt oder ein Problem. Auch wir haben Probleme und nicht gerade wenige, weil es halt doch auch wieder ein Thema gibt und da gibt es ein Thema und da gibt es ein Thema und dann muss ich mich halt auch den Sachen widmen. Und vor allen Dingen habe ich halt noch einen, in der Werkstatt bin ich ja auch locker 4 Stunden am Tag. Zwischenzeitlich nochmal ein TÜV, wo man sich drum kümmern muss. Oder also wie gesagt, mir fehlt dann irgendwo einfach die Zeit. Gerade morgen waren 2 Kunden da, die kennen wir schon länger, die sind noch lange hier. Ich hätte mir gern ein bisschen Zeit genommen für sie, aber das Problem, ich glaube, ihnen kam es vielleicht fast selbst so vor, jetzt wollte ich nicht mit ihnen sprechen, aber ich hatte einen fast über eine Stunde ein Gespräch mit einem Zulieferer, wo es um Abläufe für Ende des Jahres und nächstes Jahres geht. Und das betrifft ja so gesehen auch wieder Kunden, weil es halt da um Liefergeschwindigkeiten geht und hast du nicht gesehen. Ne? Das ist der größte Kasus Knaxus, den wir haben. Wir sehen es immer wieder an Kunden-E-Mails, die da kommen, hey, ich warte noch auf Teile oder hey, da fehlt was. Das ist ja ein Punkt, an dem wir arbeiten. Und wir versuchen einfach da unsere Zulieferer entsprechend auszudünnen und besser drauf zu briefen, vor allen Dingen auch unser Lagerbestand da besser hinzubekommen. Also zum Beispiel am Anfang des Jahres haben wir die Extreme Clutch Kupplung eingeführt, dann gab es da auch Lieferrückstände und mittlerweile ist es ein Lagerprodukt. Also es ist wirklich so, das kommt, geht, easy. Oder Thema Steuergerät hatten wir immer wieder das Problem, dass da Engpässe waren. Da haben wir gesagt, okay, das sind halt Sachen, die müssen auf Lager sein. Dann hatten wir Turbolader. Das geht jetzt gerade. Klar, es kommt immer, wir versuchen da schon in Gesprächen gegenzuarbeiten. Muss halt aber auch verstehen, dass so Sachen brauchen halt Zeit. Und da ist Guido, kannst du ja auch noch was dazu sagen? Ja, ich will jetzt nicht so viel schlechte Stimmung am Sonntag verbreiten, aber... Ist ja nicht schlecht, ist ja nicht. Ja, es ist auch nicht Sonntag. Doch, es ist Sonntag. Auf jeden Fall, ja, so ein zeitliches Kontingent ist tatsächlich halt am Ende des Tages begrenzt. Ich bin ja auch beim Thema Mails, hier Planung für Projekte nächstes Jahr und so weiter stark involviert, bin aber auch in der Fahrzeugannahme viel involviert und geht gerade auch an den Wochenenden auch viel und ja, dann wird es halt zeitlich irgendwann echt dünn und so gern ich mir dann die Zeit nehmen will, auch für jemand und ich verstehe mich gut mit jemandem. Stopp, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass das hier gar nicht mit jemandem. Ich versuche immer wenigstens Smalltalk kurz zu führen. Ich glaube, das versucht jeder. Ja, aber es gibt halt einfach Tage, klar, dann kommt jemand mit einem Beispiel und sagt, yo, ich habe im Mitte November mein Auto da abgegeben und da wurde dann einen Tag mit mir gequatscht quasi. Das, klar, das kommt vor. Aber ich packe das nicht in einem Juli oder in einem Augusttag an einem Freitag. Das ist situationsabhängig. Das kann man ja auch ein Stück weit schlecht planen. Wie willst du denn... Also es ist wirklich nicht einfach und es ist dann auch gar nicht böse gemeint, dass wir dann versuchen, das Ganze irgendwie, sag ich mal, effizient abzuarbeiten, weil dann
ist da das Telefon am Klingeln, wir wollen da niemanden warten lassen, dann ist da ein Berg von E-Mails, wo Leute auf Rückfragen, sag ich mal, Antworten warten, wo Sachen geklärt werden müssen und jeder will, dass er dann schnell, sag ich mal, ihm geholfen wird und da sind wir auch wirklich immer dran interessiert, dass das auch klappt und dann wir können halt nicht unendlich viel Zeit haben. Sie hätten wir gern, aber sie ist halt leider nicht da. Und wir sind ja auch an dem Punkt am Arbeiten. Also es ist ja, der Punkt ist, dass noch ein Serviceberater dazukommt. Ja. Aber um es einfach zu machen, diese Stellen zu besetzen, das ist wie Werkstatt, das ist nicht einfach. Also wir hatten jetzt gerade, wir haben jetzt hier 6:50 Mittwochabend, wir haben 2 Stunden davor mit 5 Mann zusammengesessen, um das mitunter zu besprechen. Ja, es ist nicht einfach, weil wenn ihr jemanden, einen Ansprechpartner bei uns wollt, der euch berät, muss er sich halt auch mit dem Thema auskennen. Und das gar nicht mal so schlecht, sondern wirklich gut. Weil was bringt es euch, wenn jemand euch berät und ihr wisst es eigentlich besser? Hat man ja nichts gewonnen. Das heißt, es sind alles so Punkte, die das ganze Thema kompliziert und schwierig machen. Nicht unlösbar, aber eben, das braucht seine Zeit. Und wir wollen ja am Ende des Tages euch was Gutes bieten. Sonst bringt das nichts. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Kunde, der die Firma auch schon länger beobachtet, also die Firma gibt es hier oben an dem Standort seit 2012, und der sieht, wo wir angefangen haben und wo jetzt das ganze Ding hinsteuert. Also wir versuchen schon für den Kunde immer den optimaleren Ablauf zu schaffen, wenn Probleme in der Serie auftreten, diese Probleme schnellstmöglich zu beheben und versuchen da auch mit mitarbeitertechnisch entgegenzusteuern. Also wenn man mal bedenkt, dass wir in diesem Jahr einfach 7 oder 8 mehr eingestellt haben, um schneller zu verpacken, um bessere Bestellzeiten hinzubekommen, Konstruktionsthematik mit dem Flo ganz alleine, der klar jetzt auch ein bisschen QM mitmacht, aber da sind wir schon ultra hinterher. Also das und ja, jeder, der sagt, okay, so, irgendwie passiert da gar nichts und das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht. Sicherlich haben wir auch offene Baustellen, an denen ich immer wieder sage, okay, da müssen wir wieder bei, da müssen wir wieder bei. Aber glaub mir, das geht zum einen nicht einfach so an mir vorbei und zum anderen versuche ich immer zu gucken, dass das Endprodukt funktioniert, dass es klappt. Und ich denke halt, das haben wir in der Vergangenheit oft genug unter Beweis gestellt, dass wir da, dass ich da massiv hinterstehe. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Problem bei unseren NC-Fahrwerken. Gibt es ein Problem in den Domlagern. Erst gedacht, das wäre ein Einzelfall gewesen. Jetzt kam es wieder auf. Deswegen haben wir das ganze Thema nochmal neu konstruiert. Wir haben im Bereich MX-5 NC oder im Bereich Fahrwerke auch wieder weitergearbeitet, weil wir da mit anderen Dämpfer arbeiten wollten, weil ich da auch nochmal ein bisschen geiler das ganze Thema haben wollte. Ein bisschen schlanker, ein bisschen leichter, ein bisschen besser von der Einstellbarkeit. Hier wird es halt auch bald ein Street Plus und ein Performance-Fahrwerk geben, weil wir einfach gemerkt haben, okay, es gibt doch Kunden, die auf Trackdays bei uns fahren, denen das Performance-Fahrwerk dann zu hart ist. Wir haben das Thema Trackdays für nächstes Jahr massiv angerollt. Also wir sprechen über 2 Drift-Trainings und ich glaube 5 oder 6 Trackdays insgesamt. Also ein ganzer Schwung, wo wir halt wirklich merken, okay, wir haben gesagt, wir wollen ganz gern nach Österreich, da sind wir gerade an einem Trackday dran, wir wollen ganz gern in die Schweiz, da ist ein Trackday ein bisschen schwieriger, da könntest du eher auf den Slalom oder auf ein Meet and Greet, wir sind halt irgendwo großen, ganzen Meet and Greets machen so ein bisschen, wir sind im südlichen Raum, wurden wir auch gefragt, ob wir da jetzt irgendwo nochmal sind, da sind wir beim Autohaus frei, also nicht im Autohaus, sondern beim Mazda Museum frei. Wir versuchen schon, ich versuche immer ein Ohr da zu haben, wenn die Community irgendein Problem hat. Und da bin ich der allerletzte Mensch, der nicht hilft. Aber zum Beispiel, letzte Woche Freitag hatte ich einen sehr wichtigen Termin. Familiär und auch für die Firma waren 2 Termine an einem Tag. Und wie auch immer das gekommen ist, hat jemand meine Handynummer bekommen. Und da ging es um einen Materialnachweis. Und ich muss halt einfach sagen, der hat mich angerufen und hat da gesagt, ich stehe jetzt gerade beim TÜV, ich bräuchte diesen Materialnachweis. Und da habe ich gesagt, ruf bitte im Büro an. Zum einen auf dem Handy, ich war an dem Tag nicht in der Firma und ich glaube, dass der Mensch sich da in dem Moment vom Kopf gestoßen gefühlt hat. Aber es gibt halt auch Tage, wo ich dann mal nicht hier bin und wo ich halt dann, ich bin ein sehr direkter Mensch. Das ist für manche Leute, sagen dann, das ist arrogant oder das ist frech oder der war nicht nett, sondern ich sage einfach das, was ich denke. Also das ist, und damit habe ich auch grundlegend kein Problem. Und wenn das mein Gegenüber so mit mir macht, dann ist es für mich sehr angenehm. Also weil, okay, da weißt du halt wenigstens direkt, wo du dran bist. Wenn der sagt, halt's Maul, sagt er, okay, und ist halt besser ruhig, ne? Aber ja, also wie gesagt, das ist gerade so ein Punkt, wo ich einfach merke, dass da wird man immer wieder so ein bisschen, da findet man sehr viel Kritik. Und auf der anderen Seite haben wir trotzdem, trotz Corona, und kein Treffen hat stattgefunden. Und das ist ein Punkt, den finde ich sehr wichtig. Wir haben alle Trackdays stattfinden lassen, egal wie, egal was passiert ist, egal was da war. Wir haben immer wieder versucht,
das hinzubekommen. Und haben es geschafft. Ja, und das haben wir alle stattgefunden, egal in welchen Auflagen und welchen Problemen, dass wir das Ding als Fahrsicherheitstraining machen mussten und eine Einführungsrunde fahren mussten auf dem letzten Track, der die unendlich anstrengend war, weil es ganz schwierig darzustellen war mit 30 Autos. Aber ist egal, wir haben gesagt, okay, wir ziehen es durch. Und wir wissen auch, dass wir auch im Bereich der Trackdays noch Optimierungsbereich haben. Und glaubt nicht, dass wir sagen, oh, das Ding, das läuft, wir verdienen da ein bisschen Geld dran. Ich bin ja mittlerweile froh, Achtung, das Thema, wir verdienen da Geld dran, das ist ein Thema, das geht 0 auf 0 auf mittlerweile. Also wir legen mal nicht mehr Geld bei drauf, das ist schon mal ganz cool. Aber ich sage halt einfach, okay, wir stehen zu unseren Produkten, dass die auf der Rennstrecke funktionieren und deswegen ist es immer wieder ein Punkt, dass ich sage, ich will davon gar nicht weg. Und das sollte man halt, glaube ich, ein bisschen auch verstehen. Ne? Und dann gibt es halt Leute, die natürlich dann sagen, ja, ich war bei einem anderen Tuner und der kann ja so viele Sachen besser, die stimmen das Auto besser ab. Die machen das besser. Ich bin mir sicher, dass wenn wir ein Auto fertig abgestimmt haben und man das auf einzelindividuell, damit will ich nicht unsere Arbeit schlecht machen, also bitte nicht falsch verstehen, sondern wir stimmen nie ein Auto an die absolute Leistungsgrenze ab. Es gibt Leute, die sagen, boah, ich war jetzt bei der Firma XYZ mit drei Buchstaben und die haben das Auto nochmal abgestimmt. Ja, es ist ja so, es gibt ja sehr viele andere Firmen, die in dem Bereich sind. Damit meine ich nicht nur MPS, es gibt auch noch RSC, es gibt noch ein paar andere. Ist ja auch egal, auf jeden Fall wurde das Auto abgestimmt. Und dann hieß es, ey, der hat mit nochmal 4 Grad mehr Zündung, hat der 15 PS mehr gewonnen. Dann ist es cool. Aber das ist, wir wollen ein Auto so abstimmen, dass hält und funktioniert und vor allen Dingen fährt. Und der Sebastian ist noch aus einer MX-5-Zeit. Da hat jeder in einem MX-5.de-Forum gesagt, boah, Turbo umbauen, hey, kannst du nicht machen, das hält nicht. Fährt scheiße, genau, springt nicht an. Genau, geht nicht, läuft nicht. Und das ist gar nicht, also das, ich glaube, das haben wir mittlerweile mal ein bisschen getauscht, das Thema. Und wir wollen uns ja nicht auf so alten Lorbeeren ausruhen, sondern wir arbeiten ja auch immer weiter. Also wir versuchen für NC, wir sind gerade beim ND an einem HKS-Radialverdichter dran, um da auch wieder zu sagen, okay, weil der Edelbrock, der hat so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Das Turbo-Kit vom BBR hat auch so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Das fand ich schon immer geil, das Kit, ich hätte es gerne. Und dann fangen wir auch wieder von vorne an. Und wie man an dem Bereich Fahrwerke sieht, also wir hätten uns sicher auf dem Stand vor 2 Jahren einfach ausruhen können, aber das will ich nicht. Ich will es noch ein bisschen geiler und ich will es noch ein bisschen schöner und ach, das gefällt mir noch nicht und das gefällt mir noch nicht. Weil jedes Produkt, das wir verkaufen, glaube ich, steht jeder Mitarbeiter in dieser Firma mit seinem Namen. Weil jeder will es geil haben. So, und ja, weiß ich nicht. Ich finde es dann immer ein bisschen schade, wenn du halt dann hinterrücks gesagt bekommst, die sind eh nur doof, der will nur Geld verdienen, der will nur das. So, also ich glaube, der Guido kann das genauso bestehen, weil der Guido arbeitet in der Firma. Man könnte für das Geld, was man hier verdient, oder für die Stunden, die man hier verbringt und die rückrechnet, da bist du am Arsch. Also die Bilanz für die letzten 3 Wochen ist sehr schlecht bei mir. Ja, so. Aber das ist halt der Einsatz, weil ich finde es halt auch, dafür arbeiten wir aber halt auch hier. Wir leben unsere Leidenschaft und das ist es halt, das, was glücklich macht. Ja. So, und das ist bei mir halt nichts anderes. Also ich mache das halt gerne und wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich um 12 Uhr abends eine Anfrage habe von irgendjemandem, die ich cool finde oder die mich gerade interessiert oder die mich tendenziell gerade stört, dann bin ich halt da hinterher und versuche das halt zu lösen. Ja. Aber das muss man ein bisschen, ich glaube, ein bisschen verstehen. Jo. Ja, genug Mimimi, hä? Jo, genau. Genau, ich hätte ja gesagt, ich würde ganz lange rumheulen. Ich versuche einfach nur, das zu verstehen zu geben, dass wir hier halt nicht den ganzen Tag lang nur rumsitzen und schaukeln. Zum 2,5 Liter Duratex von Dominik. Twisting Roads fragt, habt ihr mal über einen 2,4er, in Klammern 2,5er Block mit 2,3er Kurbelwelle nachgedacht? Ja, würde ich gerne bauen. Der Dominik wollte das unbedingt haben, wobei ich glaube, dass der 2,5er Dominik sein Auto perfekt ist. Aber würde ich gerne bauen, ja. Bin ich am Überlegen, so einen A zu machen. Aber das, ja. Bann. Ich habe auch gerade wieder K20 auf dem Schirm. Ist nicht ganz wieder weg, ist gerade wieder zurückgekommen, weil es dann eine Möglichkeit aufgetan hat, zu sagen, man könnte das vielleicht für ein faires Budget machen. Aber wie so oft bannen. Also wir sind jetzt gerade echt auch wintertechnisch gut. Wir haben noch 2, 3 größere Projekte. Der Singer MX-5, ich sag's immer so. Das ist Idee dahinter. Das ist eine geile Idee. Wo wir auch gerade am Arbeiten sind dran und das sind, ja. Zum Events 2021 Video. MJ Rage. Jeder, der fragt, warum ich da hingeguckt habe, der Dominik sitzt da. Gute.
Jetzt aber hier. Das hat er eine halbe Stunde vorher im Spiegel geübt, ja, dass er es dann auch so zeigen kann. MJ Rage fragt, wird so ein solches Meet and Greet auch im Süden Deutschlands stattfinden? Kannst du was zu sagen? Jo, also Süden Deutschlands haben wir ja das Museum Frei einmal angesprochen. Das heißt, da sind wir in Kommunikation, in Planung. Denke ich, werden wir was Vernünftiges machen. Jetzt konzentrieren wir uns aktuell mehr so auf Schweiz, Österreich. Da sind wir jetzt schon in Gesprächen. Bin ich in Gesprächen komplett? Warum denn? Wir sind doch im Süden bei Mazda Frei. Hab ich doch gerade gesagt. Ah, okay, gut. Ich hab dir nicht zugehört. Ich hab gerade aufs Handy geguckt. Okay, gut. Ja, das passiert öfters am Tag. Ist nicht so schlimm. Ich bin's gewohnt. Nein, also da ist was in Planung. Genaueres kommt noch. Renngrün fragt, jo, wie sieht's denn aus mit euren Sitzen? Gibt's einen festen Liefertermin? Bügel und Konsole sind ja abholbereit. Ich warte nur noch auf den Sitz. Hatte bei der Aktion bestellt. Würde mich über eine Info freuen. Gruß. Ich weiß, dass der Nico und der Nico, die haben heute da Recherche betrieben, weil wir wussten nicht genau, wer sich hinter dem Namen Renngrün versteckt. Dann haben wir alle Bestellungen durchgeguckt, also die Jungs, und haben gesagt, okay, haben das so ein bisschen eingegrenzt. Ich glaube, wir haben den Namen auch gefunden, ich weiß gar nicht genau. Ich meine aber schon, ich müsste gleich mal drauf gucken. Und auf jeden Fall war es dann, glaube, es hängt immer noch an den Sitzen. Und der Nico hat heute nochmal angerufen und angesprochen, wo es da genau dran hängt und klebt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das Problem bis Ende der Woche sauber gelöst sein sollte. Das ist genau das, was wir am Anfang angesprochen haben. Die SPS-Sitze laufen gut. Hier ist halt gerade der Punkt, dass wir sagen, okay, wir werden das Thema in Zukunft auch wieder mit mehr Lagerware. Aber wir hatten, ich glaube, 20 Sitze bestellt und die waren halt zack vergriffen. Ja, also. E30 Kitty fragt zum Reichel 400 PS Turbo MB. Kann mir jemand sagen, was für Seitenschweller hier verbaut sind? Moment, ich muss gucken, wie das Auto aussieht. Mach die nächste Frage, ich beantworte dir. Der Pillemanerator sagt zum Glück nicht JP Performance, sondern JGS Performance. Mein Kürzel ist aber GJS. Hier kein Gebäsche gegen andere Firmen. Es müssten Mazda Speed sein. Okay. Ja? Ja, ich glaube, die gab es noch im Original. Mazda oder Mazda Speed? Eins von beiden. Ich sehe das Bild gerade, aber Mazda Speed sieht sehr ähnlich aus. Aber könnte beides, also eins von beiden sein. Haben wir auch bald bei uns im Shop zu kaufen. Mazda Speed, Schweller Metalle gut offen. Hab ich heute mich drum gekümmert, dass das läuft. Hast du gehört? Was? Das JP-Ding, ja, finde ich nicht gut. Also finde ich, also stopp, JP an sich finde ich nicht gut, wenn wir in unseren Videos irgendwelche anderen Firmen schlecht machen. Also das will ich gesagt nicht falsch verstehen, dass wenn ich eine Firma MPS oder RSC damit reinnehme, wo ich eben das erklärt habe, die wissen 100%, was sie tun. Der Punkt ist nur, wir haben einen anderen Ansatz beim Abstimmen. Die sehen einmal im Monat oder im Jahr oder im halben Jahr einen MX-5 Turbo zum Abstimmen. Klar, fahre ich da mit der Zündung so weit ran, bis es passt, aber wir sagen, okay, das wissen wir, das funktioniert, das ist die Basemap, da geht ein bisschen mehr, da geht ein bisschen weniger, man kann ein bisschen mit dem VVT spielen, wollen aber ganz gern, dass das ganze Ding am Ende des Tages hält. Und zur Firma JP Performance, ich denke, dass JP selbst ein sehr visionärer Mensch, kann man das sagen, ja. Also er hat auf jeden Fall eine Vision gehabt, hat sie umgesetzt und hat das verdammt gut gemacht und ich bin kein riesen Fanboy, ich gucke hin wieder die Videos und mein größten Respekt an den Erfolg, den er damit erwirkt hat. Und ich denke, dass alle anderen, die da außen rum sagen, wo das ist ein Trottel oder was auch immer, das ist Neid. Ist meiner Meinung nach ganz klar. Also wie gesagt, für mich der größte Respekt, den der Mensch mit einer Firma geschafft hat und mit dem, was er tut. Und ich glaube, den Rest kann sich dann jeder selbst dazu eine Meinung bilden. Satanas sagt, hi, bei der NC-Kaufberatung hast du ja behauptet, es gäbe 3 Motorgenerationen beim NC. Ich habe mich dumm und dämlich gegoogelt, aber überall steht nur, es gäbe 2 Generationen, NC1 und NC2-3. Kannst du vielleicht die Unterschiede zwischen den 3 Generationen erklären und ab wann
Und ab welchem Baujahr die verbaut wurden? Danke. 2005 bis 2008 müsste NC1 sein. Das ist ein Pleuel ohne Nase. Das ist der größte Unterschied. Dann kommt 2009 bis 2012. Jetzt muss ich überlegen, nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch mache. Das Ding wurde gebaut bis 2016. Ja, 2015, da gibt es noch welche. Dann genau 2009 bis 2012, also mit dem zweiten Facelift, kam dann nochmal ein Unterschied beim Kettenspanner und von der Kette selbst. Und ich glaube auch nochmal vom Bleuel, bin ich mir auch nicht 100% sicher. Und dann NC3, also die letzte Generation von dem Motor, hat nochmal einen anderen Kettenspanner, nochmal eine andere Kette und nochmal andere Bleuel. Das weiß ich 100%. Also der Unterschied zwischen NC1 und NC2 ist der größte Unterschied, tendenziell die Pleuellager. Und dann von NC2 zu NC3 ist es dann nochmal Steuerkette und Pleuel. Bei Mazda zu finden ist ein bisschen schwierig, muss man dazu sagen, weil das Problem ist, du kriegst bei Mazda immer nur das komplette Kolben-Pleuel-Paket im Vierersatz verkauft. Du musst ein bisschen mal fortgucken, dann findet man das einfacher.